So, da sind wir zurück bei Black Mesa. Ich probiere jetzt erstmals ein paar andere Konfigurationen aus. Ich hoffe, es hält jetzt ein bisschen länger als eine Viertelstunde. Ich bin mir nicht sicher. Und man sieht auch schon jetzt, ich glaube, die Grafik hat sich ein bisschen geändert. Kann das sein? Es blumt sehr viel mehr. Kann aber auch an mir liegen. Und wenn ich mich recht entsinne, kriegen wir gleich Besuch. Ich hoffe zumindest, diesmal hält es ein bisschen länger. Und ich weiß nicht, was wir mit dem Helikopter machen sollen. Huah! Die Frage ist, kommen wir überhaupt am Helikopter vorbei? Na, super. Ich sehe den auch gar nicht. Ich sehe nur einen wunderschönen blauen Himmel. Alter, willst du mich verarschen? Morgan Freeman gegen Helikopter? Wie soll ich denn dem beikommen, sag mal? Kriege ich den überhaupt down? Na super, egal, ich probiere mein Glück, es wird sowieso nicht funktionieren. Ach krass. Scheiße. Gestolpert. Darf doch nicht wahr sein. Aber auf jeden Fall der erste Ladebildschirm und Gordon Freeman ist noch nicht... Naja, gestorben sowieso nicht, aber abgestürzt, meine ich. Ja, die Frage ist, den Helikopter, wie kriegen wir den anders down? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Boah, Alter! Ich brauche die Schrotknarre. Alter, das geht doch so nicht. Dieses komische Ding, ich weiß gar nicht, wozu das gut ist. So ein super Laserstrahl, der aber irgendwie... Ich weiß ja auch nicht. Kann man hier nicht irgendwas... Den Helikopter kriegt man anders nicht aus der Luft, ne? Hier vielleicht mit ein bisschen Wischikram, so Scheibenwischikram. Ist aber auch nicht die Lösung. So, Junge, sag doch mal, was soll ich machen? Die Textur sieht sehr blau aus. Ich glaube, der hat auch keine Ahnung. Boah, Alter, ein scheiß Helikopter, das gibt's doch gar nicht. Und die Dinger werfen bringt ja auch nichts. Hilft ja nichts. Alter, das wird doch hinten und... Alter, schon wieder gestolpert. Das gibt's doch gar nicht, ey. Was soll ich denn da machen? Ich bin verzweifelt. Wie kriege ich einen Helikopter aus der Luft? Der ist ja das größte Ärgernis überhaupt. Tranquilizen bringt ja nichts. So, kann ich es wagen, kurz Luft zu holen? Alter, wohl nicht. Ach, leck mich doch, so ein Scheißvieh. So, okay, die Idee war gut. Ich zeige euch mal den schönen Ladebildschirm, der ist natürlich super. Aber Lillys Arme waren, er war zu kurz. Nun gut, ich probiere mein Bestes. Mal gucken, was passiert. Es wird wahrscheinlich nicht reichen.
So, hier ist, da ist doch dieses Scheißviech irgendwo. So. Okay, müssen wir dann da lang schwimmen oder wie? Ich weiß es überhaupt nicht. Boah, dieser Drecksheli, ne? Scheiße. Boah, dieser Drecksheli. Jetzt hängen wir hier drauf. Verdammt. Das ist doch alles falsch, was wir hier machen. Fuck you. Okay, die Lampen da bringen auch keinen Erfolg. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich hier weiterkommen soll momentan. Okay, ich weiß nicht genau, ob wir den Heli down kriegen. Da bin ich momentan so ein bisschen unsicher. Ich weiß, es dauert die ganze Folge lang, aber was willst du machen, Alter? Das ist ein scheiß Helikopter. Das nicht mal eben so. Fuck you, fuck you, fuck you. So, Heli ist da. Ich habe jetzt mal einfach mal gespeichert. Da müssen wir nicht immer wieder... Ich bin mal gespannt, ob wir den überhaupt down kriegen sollen. Das ist ja noch die andere Frage. Hä? Alter! Los, spiel schon ab, du Scheißgurke! Stirb! Stirb. Ja, ob der gestorben ist, weiß ich jetzt nicht. Alter Schwede, ey. So ein verkackter Scheiß im Heli. So, gib mal her den Lachs und jetzt geht's weiter. Jetzt schnappen wir uns die Herrschaften da hinten. Ach, leck mich doch. Oder umgekehrt natürlich auch. Was war das denn jetzt? Alter, ich dachte gerade, ich höre den Heli schon wieder. So, die Frage ist, die Brücken sind zerstört. Da müssen wir wahrscheinlich hoch und irgendwas machen. Weil die Lichter blinken, sicher bin ich mir nicht. Aber es wäre ja realistisch. So, pass auf. Alter, willst du mich verarschen? Was sind das für Lullipolen-Granaten hier? Ach komm, Alter, das ist mir jetzt alles zu blöd hier. Also langsam... Kriege ich hier aber Aggros. Na toll.
Die Frage ist nur, was bringt der ganze Scheiß jetzt? Da müssen wir, glaube ich, eher nicht runter. Hier geht's auch nicht lang. Ich glaube, wir müssen wirklich ins Wasser. Und wir hätten wahrscheinlich beim Heli davon schwimmen sollen, vermute ich mal. So wie wir es vorhatten, aber natürlich können wir es nicht auf uns sitzen lassen. Der Gordon kann das nicht ab einfach, wenn man den befeuert die ganze Zeit. Das geht nicht. Und wahrscheinlich hätte der Heli mit den Raketen an die Brücken hier ganz zum Einsturz gebracht. Jetzt sind hier nur so... Alter, leck mich doch, ey. So. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hätte er die ganz zum Einschutz gebracht, aber zum Glück. Ich glaube, es war nicht geplant, dass man den Helikopter down nimmt und auch die Leute, aber ist egal. Wir haben es getan. Der Freeman macht keine halben Sachen. Und die Frage ist, was soll man jetzt hier oben drauf? Auf dem Scheißding. Ach, das sollen wir hier oben drauf. Lass die meine an. Ah. Ah. Jetzt schwimmen wir noch da drüben rüber. Hui. Vielleicht nicht unbedingt in die Drain Caps rein. Lalalala. So, 13 Minuten nehmen wir schon auf. Ich bin sehr gespannt, ob die Aufnahme diesmal. Ob die Aufnahme das diesmal aushalten wird. Wo ist die Leiter, Freunde? Wo ist die Leiter? Gibt es hier eine Leiter? Ich zittere hier langsam entlang. Kann auch sein, dass wir durch die Draincaps durch müssen. Sieht fast danach aus, ehrlich gesagt. Weißt du was? Dann machen wir das jetzt genauso. Oder gibt es hier im Innenteil eine Leiter? Nee, hätte ich ja gesehen. Da ist keine, ne? Nee, da ist keine. Gut. Ich würde sagen, adieu, du schöne Welt. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Alter Schwede. Aber wie geil hier ist auch. Wie geil das aussieht. Tja, ich glaube, da hätten wir... Also, ich glaube, das war okay, dass wir das erst... Dass wir das in einer Folge geschafft haben. Weil normalerweise vor dem Helikopter davon schwimmen, da oben rein irgendwie stürmen, das Ding ziehen, dann durch die Dinger unten durch. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ist es wahrscheinlich schneller. Wäre es schneller fertig, wenn man nach 3 Minuten durch. Aber so mussten wir das ja erstmal eruieren. Und die Frage ist, wo kommen wir jetzt hin? Wahrscheinlich gleich zum nächsten Ladebildschirm. Würde mich nicht wundern. Nanü. Ja, sowas. Ich glaube nicht, dass wir da... Ich glaube nicht, dass wir da reinpassen. Wo ist sie denn? Ach komm. Mützi! Aha. Klitsch. Huch. Mützi. Huch. Mützi. Alter. Ja, die Frage ist, müssen wir jetzt wirklich in die Rohre? Passen wir da überhaupt rein? Dem Totenkopf zufolge müsste es perfekt gehen. Und Tatsache, offenbar sind wir hier richtig.
und ich warte auf den Loading-Bildschirm.